beschreibt. Artificial Cloud, Artificial Cosmic Radiation and Control Experiments, the new military weapon. Das heißt, mit Wolkenveränderungen, mit kosmischer Radiation, also Strahlungsveränderungen und Contrail, also eben Düsenausstoß-Experimenten, hat man eine neue militärische Waffe geschaffen und so weiter. Ne? 10. Januar 2007. Übrigens hat die selbe India Delhi 2 Tage nach dem Tsunami geschrieben, aber das habe ich glaube ich schon erwähnt mit dem Was is Tsunami Man-Made. Da haben wir jetzt noch ein paar. Ich glaube, das hast du nicht erwähnt. Nein, habe ich das noch nicht. Nein, gut. Also nach diesem fürchterlichen Tsunami schrieb die India Delhi Was this tsunami man-made? Und zwar 2 Tage danach, am 28.12.04. Sie schrieben dann weiter, wollte uns eine große ausländische Macht zeigen, zu was sie fähig ist. Unsere Marine ist aufgefordert, zu untersuchen, was es wirklich war. Die Länder da hinten, die betroffen waren, haben also eine interne Untersuchung dieser Zustände gemacht, die bis jetzt für geheim erklärt ist.